Das gesagt, wir haben einen Vertrag mit der Firma Lüchinger & Schmid. Die Firma Lüchinger & Schmid ist der Eierhändler, der unsere Eier dann kommt holen, dreimal in der Woche und die Eier auch kontrollieren und nach Gewicht sortieren. Lüchinger & Schmid gehört seit ein paar Jahren zu der Migros. Unsere Eier, die gehen schlussendlich zu 100% in die Migros. Wir vereinbaren die jährliche Menge, wir haben einen Vertrag. Dort steht eine Jahresmenge drin, wo schlussendlich dann die maximale Anzahl Hühner gibt. Es gibt am Schluss irgendwo um die 5,5 Millionen Eier im Jahr, die unsere Hühner produzieren. Und der Eierhändler, der gibt uns schlussendlich den Produktionszyklus vor. Der sagt, wie lange wir die Hühner haben, zu welchem Zeitpunkt die Hühner kommen und wann sie auch wieder gehen. Wir sind aber frei, von wo wir die Hühner haben, also von den Junghennen, von welchem Aufzüchter wir nehmen. Wir sind frei, was Futter betrifft, was für einen Stall das wir haben und ganzen Haufen Sachen, wo der Eierhändler dann nicht reinredet. Unser Nettopreis am Schluss, der ist irgendwo um 23 Rappen. Dann vermutlich so um die 10, 15 Rappen hat der Eierhändler. Zwischen 20 und 30 Rappen, grob gesagt, das geht an den Detailhändler. Das gibt ja immer auch einen Haufen Diskussionen darum. Wir Produzenten, wir stören uns natürlich manchmal schon daran, weil wir schlussendlich das gesamte Produktionsrisiko tragen. Also wenn ein Herd das Problem hat, nicht läuft oder sonst etwas ist, dann müssen wir das Produktionsrisiko tragen und der Detailist am Schluss hat gerade so viel wie wir, mit viel geringerem Risiko. Die Inlandproduktion von Schweizer Eiern, das ist etwa 1,13 Milliarden Eier im Jahr. Und davon sind 860 Millionen Schaleneier. Schaleneier, das sind die Eier, die ihr schlussendlich könnt im Päckchen im Laden kaufen könnt. Es sind etwa 20% Bio-Eier, sind etwa 40% Freilandeier und noch etwa 5,5% ist bodenhaltig. Also eine Bodenhaltung wäre jetzt einfach ein Stall ohne eine Wiese dazu. Und dann hat es noch etwa 35%, das sind Direktvermarkter, dort weiss man nicht so ganz genau, wie die dann ihre Hühner halten. Wir haben im Moment einen Inlandanteil von Eiern von 69%. Das ist sehr viel, das ist stark gestiegen in den letzten 10 Jahren. 31% ist aber immer noch Import. Es braucht immer noch sehr viele Eier, auch in der Industrie. Es hat auch im Detailhandel noch rechte Menge Importeier. Dort, wo es einfach um den Preis geht, die Leute wollen zum Teil aber einfach nicht so viel zahlen. Obwohl die Lebensmittel in der Schweiz natürlich auch im Verhältnis zum Einkommen sehr günstig sind. Was auch sicher erwähnenswert ist, ist, dass wir in der Schweiz 90% der Ställe besonders tierfreundliche Stallhaltung haben. Also das ist das, was wir jetzt hier sehen. Eben das Voliere-System im Stall und ein Wintergarten dazu. Das ist besonders tierfreundliche Stallhaltung, der Außenklimabereich. Also ein hoher Teil der Hühner in der Schweiz hat einen sehr hohen Tierhaltungsstandard. Also das sind sehr teure Bauten, die wir hier haben. Da reden wir irgendwo von 2,5 Millionen, teilweise auch noch mehr. Wir haben sehr hohe Strukturkosten, die wir tragen und die müssen natürlich irgendwie auch preisdeckend sein. Man muss aber wirklich sagen, der Eiermarkt in der Schweiz ist ein guter Markt, das ist ein Markt, der sehr gut funktioniert. Alle Partner, die schauen ein bisschen aufeinander und ich bin da optimistisch, dass es auch so weitergeht. Ich denke, jetzt haben wir meine Hühner da genug gesehen und ich verabschiede mich wieder und wünsche euch noch gute Zeit.